Hallo Bienenfreunde, heute ist Samstag, der 12.10.2019. Wir haben Temperaturen um 20 Grad und es bietet sich an, nochmal kurz eine Kontrolle zu machen. Mir geht es hier um diese Begattungseinheiten, wo ich ja zwei Völker drin überwintern möchte. Und hier möchte ich jetzt gucken, wie es aussieht mit dem Futtervorrat. Bei dem Mini Plus ist das immer ein bisschen kritisch. So, dann fangen wir mal an. Wie gesagt, das sind meine zwei Begattungseinheiten, wo ich hier meine Königin nachgezogen hatte. Und jetzt sind hier noch zwei Völkchen drin, also zwei Königinnen, die hier auch überwintern sollen. Und da schaue ich jetzt mal rein, wie es aussieht mit dem Futtervorrat. Ich denke mal, die werden noch Futter brauchen, da das, was ich denen letztens an Futterwaben gegeben habe, nicht ausreichen wird. Beziehungsweise das werden sie jetzt, da sie noch eifrig brüten, ja auch schon verbraucht haben. Ja, wie vermutet, sind diese Futterwaben oder die Randwaben hier fast leer, sehr leicht, kaum noch Futter drauf. Kleine Reste verdeckelten Futter ist noch vorhanden. Also die brauchen auf jeden Fall noch was. Und ich mache das bei denen immer so. Ich habe hier vom Sommer her, da ich die Mini-Plus-Waben nicht geschleudert habe, die Waben, die sie eingetragen haben, aus den anderen Mini-Plus entnommen und lagere die immer ein und die bekommen sie jetzt als Winterfutter zurück. Im Prinzip habe ich jetzt fast alle Waben schon zurückgegeben, also meine normalen Mini-Plus, die dreizagigen, da habe ich den oberen, also die obere Zarge, auf 6 Futterwaben aufgefüllt und jetzt habe ich hier die letzten, die werde ich hier noch reinhängen, da bekommt also jede Zarge oder jede Beute bekommt von mir nochmal 2 Futterwaben, das wären rund 2 Kilo und den Rest werde ich dann eben mit Flüssigfutter, ich nehme zu dieser Jahreszeit dann immer das fertige Flüssigfutter, da sie da weniger Probleme mit der Verarbeitung haben. Ja, das Volk an sich macht einen guten Eindruck und hier auf dieser Wabe ist auch die Königin zu sehen, hier läuft sie und es hat zurzeit noch 3 Brutwaben, also werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Etliche Leerwaben sind jetzt hier vorhanden, also ich werde die wahrscheinlich dann auch füttern mit ca. 2 bis 3 Kilo Flüssigfutter. Und dann sollten sie damit auch gut über den Winter kommen. Ja, also grob geschätzt über alle Waben hat das Volk jetzt so 2 Kilo Futter, also es ist nicht am Verhungern, aber für den Winter wird das nicht reichen. Also werde ich denen jetzt Futterwaben, die ich im Sommer über hatte, zurückgeben. Ja, das sind schöne neue frische Waben mit Sommerhonig und die kriegen sie jetzt direkt ans Brutnest gehängt und ich werde dann entsprechend die leeren Waben, 2 leere Waben entnehmen.
Ja, somit bin ich mit der ersten Sage hier fertig. Und wie gesagt, mit dem Füttern, hier muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das mache. Auf jeden Fall kriegen sie noch Flüssigfutter. So, dann möchte ich die zweite Sage nochmal durchschauen. Ich denke, hier wird ein ähnliches Bild sein. Die werden auch fast alles Futter, was ich denen letztens gegeben habe, an Futterwaben verbraucht haben, da sie ja auch noch brüten. Und hier werde ich dann auch zwei Leerwaben entnehmen und diese durch zwei Futterwaben ersetzen und dann dementsprechend auch dann mit Flüssigfutter weiter auffüttern. Also da werden sie noch 2-3 Kilo Flüssigfutter bekommen. Ja, ab und zu findet man auch um diese Jahreszeit noch ein paar Drohnen. Ja, grob geschätzt haben wir ja auch noch ca. 2 Kilo Futter im Volk. Also das Volk ist ja auch nicht am Verhungern. Auch hier beginnt jetzt wieder das Brutnest. Und hier, was mir letztens schon aufgefallen ist, diese Königin etwas klein, aber ist ein bisschen nervös. Also die läuft immer so flink über die Waben. Weiß nicht, was sie hat, aber sonst eine gute Königin. Von der Sanftmut her ist das Volk auch okay. Ja, so auch dieses Volk bekommt 2 Futterwaben, also so eine Mini-Plus-Wabe wiegt rund 900 Gramm. Also haben sie dann hier nochmal 1,8 Kilo. Mit dem, was drin vorhanden ist, sollten sie damit erstmal über die Runden kommen. Und heute Abend werde ich nochmal auffüttern. Da bekommen sie dann, die Waben sind alle hinten ziemlich leer, bekommen sie dann nochmal Futtersirup, also diesen fertigen Sirup. Da haben sie es leichter, den zu verarbeiten. So, damit bin ich fertig mit den 2 kleinen Völkchen hier und sie tragen ja noch ein bisschen was ein, also der Efeu blüht und da kommt noch etwas Pollen rein, wie ihr hier sehen könnt, jetzt noch nicht, aber wir zoomen mal ein bisschen ran. Ja, hier sind einzelne Bienen jetzt mit gelben Pollenhöschen, das ist jetzt Pollen vom Efeu, den sie hier eintragen. Ja, wups, weg ist er. Ja, somit bin ich jetzt am Ende von dem Video und wir sehen uns dann irgendwann im nächsten Video. Wem es gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Tschüss, bis demnächst.